Willkommen zurück, Freunde, bei Fallout 4. Der Somerville Place und die Abernethy Farm. Ja. Die Oberland Station hat uns jemand zerbombt. Und wir haben momentan noch nicht genug Ressourcen, die wieder aufzubauen. Die Sache ist, ich hoffe einfach bei jeder Quest, die wir für den Preston Garvey erledigen, dass endlich die Karawane aktiviert wird, sodass wir alle unsere Materialien in allen unseren Siedlungen haben. Also alle, die wir in Sanctuary Hills haben, müssten wir dann... Ach du Scheiße, 15 Leute. Müssten wir dann eigentlich überall bekommen. Es ist gerade nur... Was ist mit denen los? 30% Moral? Gut, die wurden gerade angegriffen, vielleicht deshalb. Ja, der erste Angriff war easy. Ansonsten, ja, wir sind momentan noch am Aufbau, wie ihr seht. Wie ihr die letzten Folgen gesehen habt. Moment kurz. Muss mal kurz was schneiden. Löschen. So. Gut. Lass mich mal schnell schauen. Da, 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 hier, da, dort. Und erstellen. So, Entschuldigung. Ich musste kurz die letzte Folge Randall's Monday schneiden. Was ist mit euch los? Was passt euch nicht? Gut, die Moral steigt wieder. Es liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass die angegriffen wurden. Aber auf der anderen Seite müssten wir dringend ein paar Betten bauen. Kann man aber nicht, wenn Stoff... Ja, wir können nur die nächste Siedlung retten, denn in der Hoffnung, dass wir dann... Ich will ganz ehrlich, ich laufe jetzt nicht für jeden, dem irgendwas fehlt, nach Sanctuary. Wenn doch nicht Grösus. Die Sache ist, wo ist denn die nächste Siedlung? Preston Garvey, okay. Nö. Ja. Nö. Das machen wir natürlich alles noch, aber nicht jetzt. So. Okay, also unter Preston. Schlimm genug, dass wir dem ständig Bericht erstatten müssen. Sachen gibt's. Nee. Wir sind jetzt übrigens bei Folge 39. So. Oh Mann, die Ladebildschirme sind ätzend. Sonst würde ich vielleicht sogar hin und her laufen und das Zeug holen, aber... Wenn man immer so lange warten muss, ist das irgendwie sinnlos. Ist der drinnen oder draußen? Draußen. Ey, der Sturges, ne? Mit seinem Gepfeife. Scheint wirklich was zu werden. Mhm. Ich versuche immer, allen Farmen alle verschiedenen Essensvarianten zu geben. Was? Haben wir einen Brahmin? Wo Moots? Hallo? Mu? Oh, ich möchte einen Brahmin. Den baue ich sogar ein Gehege. Es gibt überhaupt keine Red Hühner, ne? Es gibt nur Brahmin. Na, die Hühner sind wahrscheinlich zu anfällig, die haben den Nuklearschlag nicht überlebt. Wer nimmt schon einen Huhn mit in den Bunker? Und was ihr mich immer fragt, Freunde, wer hat denn die Raider eigentlich in die Vault gelassen? Es gibt so viele Raider. Halt die Klappe. Okay, wunderbar. Wo ist der Brahmin? Ich habe ihn Moon hören. Seltsam. Gut, die Siedlung hier ist natürlich riesig. Der könnte überall sein. Und was mich auch gewundert hat, gestern hatten wir einmal... Ey, wo bist du? Ich such dich. Gestern hatten wir hier einmal 12 Leute und dann 11. Einer muss entweder abgehauen sein, verstorben sein. Du hast aber einen komischen Stall. Ich baue dir mal einen besseren. Wir haben einen Brahmin. Ich liebe Brahmin. Spricht man das so? Brahmin oder Brahmin? Oder Brahmin? Ich stelle mir gerade vor, wenn ich das da oben hinbaue. Was mache ich jetzt?
Brauchen die Reichweite. Aber ist schon geil. Weil das ganze Bretterding wird einfach zusammenbrechen, wenn wir da so viel Stahl und Beton oben drauf packen. Ich meine, guckt euch mal die Stützen an. Das sind auf jeder Ebene 4. Das ist 8. Drüben ist nochmal. Auf jeder Ebene 8 Stützen. Das Haus ist schon geil. Das ist uns gut gelungen. So. Das ist so lächerlich. Aber gut, wir können auch unendlich Böden in alle Richtungen bauen, glaube ich. Glaube ich zumindest, bin mir nicht sicher. Hey du, mach mal das da. Klar. Danke. Ach, der ist... Ach, guck mal, der hat jetzt die Lasergun. Das habe ich gestern, habe ich dem die Gun und eine Zelle gegeben und jetzt hat er die. Gestern hat er sie nämlich noch nicht angezogen. Also bei der letzten Aufnahme oder bei der vorletzten. Nee, die letzte Aufnahme, aber vielleicht war es die vorletzte Folge. So. Jetzt hat er die Lasergun. Finde ich gut. Guter Mann. Das heißt, wir können den anderen auch das Laserzeug geben. Schön. Ist sehr schön. Wir bauen für unseren Bramin. Bauen wir einen Stall. Mit sonstiges hätte ich gern das da. Das ist schön. Und wir sperren ihn einfach hier in die Ecke zu den Leuten. Ist auch nicht schlecht. Bramin, warte. Warte, Satzi. Geh nicht weg, mein Baby. Oh Gott. Verlass mich nicht, Bramin. Ich liebe dich doch. Ah, da ist gut. Aber wenn dann die Raider kommen, töten die den Bramin als erstes. Na egal. Nee, nicht geil, aber ihr wisst schon. Nicht so schlimm. Wie wenn sie einen Siedler töten. Bramin, Bramin, Bramin. Bramin, Bramin, Bramin. Bra, 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 bra. Ist das vielleicht ein bisschen wenig Platz? Muss mal hier hin. Dahinter, hinter den Metallstängel. Wieso? Es klickt schon wieder nicht an. Das muss wieder von Hand. Manuell hier so. Plupp. Noch einer. Wir brauchen einen längeren, glaube ich. Wir hätten noch wieder solche nehmen sollen, aber es ist zu spät. Hab's gleich. Dauert nicht mehr lang. Hoffe ich. Kommt drauf an, ob das Bausystem mich ärgern will oder nicht. So. Hier gibt's doch Bramin-Trug irgendwo. Seitlich können wir uns aber die nehmen. Irgendwo gab's hier mal einen Bramin-Trug. Mal gucken. Echt jetzt? Schau mal, was da von der Lücke ist. Ist doch kacke. Ah, so geht's. Na. So, wartet mal kurz. Eingang gibt's nicht, glaube ich. Hoffentlich kann der da nicht durch den Busch durchgehen. Das muss man aber erstmal reinschicken. Sonst kommt er nicht mehr durch. Möbel, sonstiges, Badewanne. Oh, wir können endlich den Wackelpuppenständer bauen. Ja, das ist wichtig. Wo war denn der Bramin-Trog? Bei Dekorationen vielleicht. Yep, hier müsste das sein. Nö. So viel dazu. Hey, wir können ein Radio bauen. Das gibt Moral. Soweit ich weiß. Schmuck. Nein, Bramin-Trog ist kein Teppich. Schutz. Ressourcen. Ja. Bramin-Futter-Trog. Dann tun wir dahin, dass man den schön befüllen kann. Flup. So, Bramin, wo bist du denn, mein Tatschibutti? Hopp. Huch, rein mit dir. So. Da gehst du rein. Nein! Hey! Wieso kann ich dich nicht zu? Ach so, der geht automatisch zu seinem Trog. Oh, du bist ja ein kluges Bramin. Schneller. Geh da rein. Okay, warte, ich mach dir den Zaun weg. Ich geh da einfach so durch. Du stehst auf der falschen Seite, Schatzi. Du musst auf die andere Seite. Manu.
Okay, pass auf. Ja, du isst da. Das ist sehr klug von dir. Aber du stehst im Zaun. Armin? Hallo? Da ist überhaupt nichts drin, was du da... Hallo? Armin? Ramin? Du? Du stehst falsch. Wieso isst eigentlich nur ein Kopf? Der andere keinen Hunger? Vielleicht ist der Magen auf seiner Seite. Ist ja auch egal. Ich möchte dich da in meinem Zaun haben. Du ungehorsames Tier. Woanders? Ja, komm rein, Tati. Komm. Du bist so eine gute, dumme, gute Kuh. Eine nicht so gute kleine Brahmin. Nein. Hey, du. Okay, pass auf. Lauf. Lauf hierher. Oh, da ist ein Loch in der Hecke. Lauf hierher. Komm, mein Tati. Ich mach das Loch sofort zu und dann hast du da Glück im Unglück. Nein, natürlich nur ein glückliches Brahmin-Leben. Oder Unleben. Bin mir nicht sicher, ob das noch lebt. Bin mir auch nicht sicher, ob die Gule überhaupt noch Menschen sind. Die existieren doch nur noch auf dem Papier, oder? Die sind doch untot. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass die noch leben. Ja, wobei wir hier einen in der Siedlung haben. Also der ist ganz freundlich eigentlich. Jetzt habe ich mich eingebaut. Aber macht nichts. Brahmin kommt nicht mehr raus. Da ist dicht. Ja. Ach, scheiße. Der wird schon hier bleiben bei seinem Trog. Ich glaube, hier ist dicht. Oh, da nicht. Nein, ich brauche keine 10 Minuten, um ein Brahmin-Gehege zu bauen. Tue ich nicht. Echt nicht. Glaubt mir. Es waren höchstens 12. 12, 14. 12 Minuten, 14 Sekunden. Maximal. Ich hab zugemacht. Jetzt kannst du nicht mehr raus. Nee. Das funktioniert. Das Problem ist nur, weil das jetzt kein ordnungsgemäßer Zaun ist, sondern eine ein Hüttenbalkon, checkt der jetzt wahrscheinlich nicht, dass er... Ich bin gleich wieder da. So, jetzt gefällt's mir. Hier seht ihr das mit Abstand wunderschönste Brahmin-Gehege, das jemals ein Mensch gebaut hat. Hier ist ein Tor. Und jetzt packe ich ihm noch... Was essen denn Brahmin? Das Problem ist, wenn das keiner bewirtet. Okay, also ich wollte ihm jetzt hier noch Essen reinpacken, aber wenn das Ding keiner bewirtet, dann wächst da nichts. Und wenn hier dauernd einer rein und rausläuft, macht er das Tor nicht wieder zu. Okay, vergiss es. Passt so, wie es ist. Ja, also, genug vom Brahmin. Wir haben schon eine Viertelstunde verkackt. Ich habe schon eine Viertelstunde verkackt. Jetzt gucken wir mal. Hat hier eigentlich jeder einen Job? Wenn nicht, ich habe genug zu vergeben. Da, nicht zugewiesen. Fauler Sack. Sturges kann man nicht, oder? Doch. Echt, wir können Sturges wegschicken? Also woanders hinschicken? Das wusste ich nicht. Ja, mal kurz hochkraxeln. Du machst. Das ist schon zugewiesen, Jess. Gut, jetzt macht er sich auf jeden Fall im Bereich Schutz nützlich. Das ist uns sehr recht. Du bist... Du bist... Du bist... 41 Schutz, nice. Artillerie haben wir gebaut, das war wichtig. Ansonsten passt ja alles. Gut, weiter geht's. Ah, Preston, richtig. Preston, hallo. Ich habe den Raidern eine Lektion erteilt. Die werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Das ist gut. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit noch, in der sich die Leute nicht ständig Sorgen um den nächsten Raider-Angriff machen müssen. Du weißt, was jetzt kommt. Es gibt mal wieder Probleme. Hm? Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Oh, verteidige Red Rocket. Achso, ist abgeschlossen. Passt. Es gibt Probleme? Was? Was willst du? Kinderkrippe Greentop. Oh Gott. Gibt's auch Kinder? Dann lasse ich die aus. Nee, ich habe tatsächlich nur sehr wenig Kinder bis jetzt gesehen. Morden Center? Das ist ja mitten in der Stadt. Haben wir noch nicht. Scheiße. Haben wir noch nicht. Dann gehen wir da zerstören.
Das ist in der Nähe vom U-Boot. Ja. Wie heißt's? Yangtze. Yangtze. Irgendwie so. So, nachdem ich jetzt die halbe Folge vertrödelt habe, machen wir jetzt mal ein bisschen Action. Wenn der Ladebildschirm vorbei ist, dann könnten wir Action machen. Oder uns die Laborstation anschauen. Ja, das klingt gut. Jetzt geht's los. Diese Seite oben. Wir haben so wenig Zellen. Ich check das überhaupt nicht mit den Zellen. Ich dachte, wir haben jetzt, keine Ahnung, 16 Schuss, 24 Schuss und noch 29 Zellen übrig. Das heißt 29 mal 24 Schuss. Aber dem ist nicht so. Wir haben echt nur knapp 50 Schuss. Zum Kotzen. Das ist absolut zum Kotzen. Oh shit, hier sieht's nach Myalorix aus. Sand ist immer gefährlich in Fallout 4. Sand und Sumpf. Habt ihr den Behemoth in der letzten Folge gesehen? Was geht denn hier ab? Und wo geht das hier ab? East City Downs. Hallo? Hey, leise da draußen! Hier läuft ein Rennen! Was? Was ist denn jetzt? Was zum Teufel? Hey, du hältst das Rennen auf! Aber wirklich? Ich dachte, hier ist für die Freude Roboterrennen. Holt den Bot? Was für ein Bot? Na, du auch. Boah, ey, das mache ich nochmal neu. Das ist halt zum Kotzen. Ich dachte, wir können da jetzt reinmarschieren und mitrennen oder so. Von wegen? Das ist zum Kotzen. Heute läuft's nicht. Merkt ihr das? Okay. Peace O' Chuck. Ach shit, schaut mal, wir hätten es sogar sehen können. Hier ist so ein Raider. Moment. Aber lustig ist es schon. Das Rennen auf. Ihr habt mich doch angegriffen. Erledigt sie endlich. Ich wollte nur beim Rennen zugucken. Ist jetzt selber schuld. Kommen wir aufs Dach. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Nein. Kommen wir nicht. Habe ich was gesehen? Ja. Müssten die Mr. Handy nicht alle gleich schnell sein? Okay. Ich sehe jetzt gerade keiner. Ups. Ich fand das gestern so lächerlich. Was zum Teufel war das? Der Kampfhund hat uns gesehen. Scheiße. Der Kampfhund hat uns gesehen und alle Raider wussten, dass wir da sind. Das war gestern irgendwie komisch bei der letzten Aufnahme.
Können wir da überhaupt durchschießen? Scheiße. Kacktreppe. Klingt das Games von da? Ja, total. Härter als wir geht gar nicht, stimmt's, Freunde? Das ist nur ein Kopf. Da kommt was. Wo ist die kleine Schlampe hin? Weiß ich nicht. Wo bist du? Das sind wieder die Robos. Ich hab Blut in den Augen. Oh. Stirb endlich! Nö, ich nicht vor. Die halten hier echt viel aus, ne? Also wir inzwischen auch, aber die auch. Ich brauche verdammt nochmal etwas Feuerunterstützung. Wo? Wo ist Feuer? Wieso gehen denn nicht kaputt? Ach, weil das ein MG-Geschützturm ist. Das ist besser als die, die wir haben. Wir haben nur so normale. Glaube ich zumindest. Würde ich jetzt Todesschütze? Wo ist der? Klingt gruselig. Atomic Dreams? Hoppala. Was ist Atomic Dreams? Hast du? Hast du wirklich? Du bist ein Idiot. Gucken, dass die uns hier nicht überfahren. Genommen, Scheiße. Sie ist im Lager! Hol die Mod! Lass sie los! Boah, sei nicht so laut. Bist du lauter als ich, wenn ich lache? Das muss man erstmal schaffen. Bitte? Was bist du denn? Oh! Eiserne Jungfrau? Wirklich? Echt jetzt? Ziel auf die Beine, ziel auf die Beine, ziel auf die Beine. Ich glaube, die kriegen wir nicht tot. Was zum Teufel? Ziel auf die Beine, ziel auf die Beine. Ja. Atomic Dreams heißen die. Scheiße. Bob ist dein Onkel? Oh, bist was? Das Ding kriecht noch, Alter. Alter, ist das krank hier. Wo sind wir da nur reingeraten? Boston Blaster. Was bist denn du? Alter Rusty. Oh, wir haben keine Schuss mehr. Fuck, alles verballert. Nicht alles. Verdammt! War scheiß drauf! Er sieht uns nicht mehr. Hihi. Haben wir doppelten Schaden gemacht. Wir müssen unbedingt Ninja weiterskillen. Eifriger Ernie. Was? Scheiße, was ist hier los, Mann? Ich trau mich gar nicht speichern, weil wir hier so viel Muni verballern mussten. Hey, alter Rusty. Aha. Sagst du mir, wo du bist? Ich
sehe den nicht. Ich hätte ja nicht gedacht, dass uns die Robos angreifen. Wo bist denn du, Kumpel? Der hat uns auf jeden Fall aus den Augen verloren. Jetzt sind wir sogar wieder versteckt. Nice. Gutes Buff-Out erhöht auch irgendwas. Ich glaube, Stärke und Intelligenz und so, oder? Ich weiß es nicht genau. Haben wir einfach mal so eine Raider-Siedlung platt gemacht. Sachen gibt's. Niemand hier? Einsammeln tun wir später. Holy shit. Holy shit. Was ist denn los mit den Raidern heutzutage? Ich meine, Roboter. Moment, du willst schon gehen? Ich hatte gehabt. In den Fuß zu Tode geschossen. Scheiße. Schon wieder daneben. Ich bin heute auch ein Noob. Ich bin noch nicht so arg lang wach heute. Liegt wahrscheinlich daran, vielleicht. Vielleicht auch. Einfach an allem. Wisst schon. Was ist das hier nur? Ich muss sagen, die 10mm mag ich total gern. Ich weiß nicht wieso. Es macht relativ wenig Schaden im Vergleich zu den zu vielen anderen, aber dafür findet man halt genug Muni. Zumindest meistens. Und irgendwie kann ich damit ziemlich gut zielen. Manchmal. Zeig dich. Die Minuteman-Generalsuniform ist übrigens echt nice. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Hinterhalt? Really? Kraxelt's mal auf so ein Haus. Oh, Buffout wirkt nicht mehr. So. Ich habe rausgefunden, Disteln und Hirnpilze kann man essen. Ja, das ist deren Ernst. Das kann man essen. So. Wo seid ihr denn nur alle? Fusionszellen haben wir sie schon wieder zurückbekommen. Sieht uns auch keiner, wenn wir herumrennen. Da waren wir drin. Tja. Oh. Die hat ein bisschen den Kopf verloren. Nur alle das Bier her. Ich habe noch keine einzige Brauerei gefunden, aber jeder hat in seinem Lager jede Menge Bier. So, jetzt schauen wir uns hier mal um. Hm.